Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks und hier mit einem Panzer, den ich damals sehr verehrt habe und mittlerweile ein bisschen ein sträfliches Dasein bei mir in der Garage tristet, muss man schon fast sagen, und zwar dem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger T8 der Deutschen, gespielt von Eisen-Olli auf der Karte Himmelsdorf und das klassische Standardgefecht. Wir sehen ihn hier in seiner vollen Pracht. Er spielt ihn mit der kleinen, großen Kanone, kann man sagen. Bin ja sehr gespannt, wie er sich macht. Nachladezeit hat es ja natürlich eine Weile. Aber dafür, wenn diese Kanone trifft, macht sie dementsprechend Aua. Und gerade bei dem Matchmaking als Top-Tier kann einem nichts Besseres passieren, muss man schon fast sagen. Er fährt in die Mitte. Das ist schon mal wieder sehr spannend. Da rechts geht auch schon ein bisschen auf, aber da kann er nicht drauf wirken. Jetzt ist er offen, da muss er aufpassen. Weil wenn natürlich der getroffen wird, dann tut es sofort weh, weil HP bzw. Panzerung gleich 0. Brauche Deckung. Immer wieder offen, da muss er aufpassen. Er wartet jetzt erstmal hier, wie gesagt. Nicht zu viel riskieren, auch sowas wie der KV-2. Sehr schöner Hit. 715 Schaden. Er konnte gar nicht wirklich reagieren. So schnell hat er den Hit drin gehabt. So, der T29. Auch den kriegt er jetzt hier gut rein im Fenster. Oh, nochmal ein schöner Hit. Direkt auf den Helm geschossen, wo der ja eigentlich recht stark und recht gut gepanzert ist, aber der hat natürlich einfach schon eine Gewalt, die hinter ihm steckt. 215 Durchschlag geht eigentlich, aber Premium wäre 334, das ist natürlich eine Hausnummer. Der KV-2, oh, schön, direkt rausgenommen. Gutes Timing bewiesen. Jetzt hat der T29 drüben im Fenster ein KV-85 weggemacht. Hoffentlich revanchiert er sich da gleich für seinen Partner. Der KV-2 ist da gerade weg. Schade aber auch. IS-3 kriegt er auch nicht. So, oh, den T43 hätte er schon gehabt. Aber hier, oh, der T29 steht wunderbar und macht ihn weg. Schön. Zweiter Kill. Schon 2200 Schaden. Ja, mit gerade mal 4 Hits. T29, ganz nett, schreibt sogar Good Game Waffenträger, das sieht man selten. Normalerweise würde man da jetzt eher einen Flamer button. Aber nicht so der, da zeigt uns der Spieler mal, dass es auch noch anständige Leute hier gibt, die auch damit leben können, wenn sie mal aus dem Spiel genommen werden. Und der Panther M10 zeigt genau wieder den klassischen Move Bastards. Naja. Oh, und E25. Ja, One Hit. Bam, weg war er. Hat natürlich keine Chance. Den Verzweiflungsschuss. Ja, mehr war es nicht. So, die Schlachtergasse, da steht noch ein bisschen was. Und hinterhalb sind sie auch. Lustig, dass der Panther, der noch vorher geschrieben hat, Move Bastards, der ist, der am weitest hinten steht. Ob er jetzt natürlich zurückgefahren ist, kann ich nicht beurteilen. Aber dass er da steht, wo er jetzt steht, sagt einiges. Jetzt will er hier verteidigen kommen. Will auf den T34. Und der hat auch noch ein bisschen HP. Das heißt, da kriegt er nochmal einen schönen Hit, hoffe ich doch für ihn. Oh, der T34 schaut nicht auf ihn. Der hat alle Zeit zum Einnehmen. Oh, schön. Er hat 750 nochmal schön die Schelle gegeben. Hier kann er auch wirklich den Reload, der eigentlich doch beachtlich ist, mit knapp über 17 Sekunden, doch wirklich schön ausnutzen, beziehungsweise immer dann, wenn er gerade wieder einen Gegner sieht, dann hat er auf jeden Fall wieder schon die Granate im Rohr. Und da muss man sagen, genau richtig. So, jetzt der IS-3. Wow. Munitionslager 1228, einfach weggesnackt. Richtig schön. Alter Verwalter, das war nice. Solche Hits, die machen Spaß. Zumindest mir. So, der KV.
Ist jetzt weg. Pass auf, hinter dir! So, jetzt linke Hand noch Tetraum 40 und der AMX 100. Auf den AMX 100 haben, so muss er ein bisschen aufpassen. Weil der kann natürlich ihn auch mit so einem Clip dementsprechend Schaden machen und sogar auch direkt rausnehmen. Also one in one, selbst wenn er einen trifft. Noch ein Munitionslager. Ja, da muss man sagen, läuft bei ihm. So, jetzt hat er noch den AMX 100. Ist gleichzeitig auch der letzte. Vielleicht kriegt er den Krieger. Man weiß es nicht. Können würde ich es ihm auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er aber noch ganz schön HP. One-Hit wird es nicht klappen. So, noch 219 und der T34 kommt hinterhalb auch ran. 6200 Schaden ist scheißegal. Wie trotzdem aller Ehren wert. AMX 100 ist weg, ja. Leider kein Krieger, aber trotzdem unglaublich schönen Schaden in nicht allzu langer Zeit. Also Eisen-Olli, vielen Dank dafür. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, den Rheinmetall in Aktion zu sehen. Deswegen weiß ich, warum er mir damals so gut gefallen hat. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.